Ach, Mäuserich. Hättest du für den Banktermin nicht ein schöneres Hemd anziehen können? Was denn, Schnecki? Das ist doch noch tippitoppi. So, schönen guten Tag. Sie würden sich also gerne informieren zum Thema private Altersvorsorge. Ja. Schnecki, brauchen wir das wirklich? Ich meine, die Regierung will doch jetzt die Renten um 3% erhöhen, das reicht doch. Komm, wir gehen wieder. Du Arsch! Wer sind Sie denn? Ich bin du, in 30 Jahren. Und wegen deiner Dusseligkeit habe ich zu wenig Rente, um in Urlaub zu fahren. Aus der Zukunft, das ist ja cool. Ist der BER schon fertig? Natürlich nicht. Und in der Rentenkasse der Regierung klafft ein Loch von 45 Milliarden Euro, weil die Merkel das alles jetzt schon verpulvert hat. Du Mäuserich? Ja, Schnecki? Du hast ja als Rentner immer noch dieses olle Hemd an. Wieso? Das ist doch noch tippitoppi. Finde ich auch. Schnauze, du Hohlbratze. Du sorgst jetzt erstmal dafür, dass ich eine vernünftige Rente krieg. Okay, also Altersvorsorge. Am besten was Sicheres, oder? Sicher, sehr gerne. Wir hätten hier zum Beispiel die klassische Riester-Rente. Oder das gute alte Sparbuch. Sparbuch, das ist super. Das nehme ich. Du Vollpfosten, das bringt doch alles überhaupt keine Zinsen. Und außerdem hat die Merkel jetzt die Rente mit 80 eingeführt, sodass ich immer noch als YouTuber arbeiten muss. Die Merkel ist immer noch Kanzlerin? Immer noch GroKo? Na klar, aber das hat gerade eben nur so geklappt, weil die SPD kurz vor der Wahl noch auf 5,2% hochgekommen ist. Apropos Prozent, da hätten wir diesen Hochzinsfonds im Angebot. Ja, recht großes Ausfallrisiko, aber eine Renditeerwartung von bis zu 12%. 12%? Das ist ja super. Das mache ich. Vielen Dank, du Honk. Scheißtipp, Pimmelbanker. Jetzt bin ich obdachlos und Schnecke hat sich von mir scheiden lassen. Mäuserich? Ja, ja Schnecke. Anstatt hier rumzunerven, solltest du uns mal lieber einen guten Tipp geben. Okay. Hier sind die Lottozahlen der letzten 30 Jahre. Das ist ja cool. Da muss ich ja gar nicht mehr arbeiten. Mäuserich. Dann kann ich mit Kitesurfen anfangen oder irgend sowas. Vielen Dank, Arschloch.